So Leute, Part 113 von Let's Play Star Wars Knights of the Old Republic ist angebrochen und wir haben am Ende vom letzten Part gegen den Geist von Ajunta Paul kämpfen müssen und haben jetzt hoffentlich sein Schwert bekommen. Ich glaube nicht, dass wir das bekommen haben. Gegerbtes Stahlschwert. Ja, okay. Weiß es nicht. Gut, dann gehen wir mal wieder aus dem Grab heraus. Und wir haben ja noch ein Grab, in das wir angeblich können. Nämlich das Grab von... wie hieß der nochmal? War das der Marka Ragnus? Was ist das? Und vor allem, wo ist Julie? Kommst du, Julie? Das heißt wieder, du musst auf deine Kameraden warten. Ja, Julie. Bist nicht mehr der Jüngste. Shardan. Das ist der, der vor der Tür stand. Ich habe geahnt, dass du es bis zum Sarkophag schaffen würdest. Tja, und ich hatte recht. Shardan, was wollt ihr? Das fragst du noch? Ich habe immer gehofft, dass eines Tages jemand das Schwert des Ajunta Paul finden würde. Ich habe lange auf diesen Tag gewartet. Das ist wieder mal typisch. Wir stürzen uns immer auf die einfachste Lösung. Warnung! Wenn du die Klinge des Meisters berührst, bist du dran, Fleischsack. Nun, da du es hast, werde ich es dir wieder abnehmen. Es fällt dir doch sicher schon zur Last. Ihr werdet mir gar nichts abnehmen. Nein, danke, ich komme ganz gut damit klar, aber nochmal danke für das freundliche Angebot. Überreden Lügen. Ich weiß nicht, wovon ihr sprecht. Welches Schwert? Ich sag mal zweitens, bisschen Sarkasmus. Aber ich bestehe darauf. Ich werde mir die Chance, Master Usa zu beeindrucken, nicht entgehen lassen. Ich mag dich. Wirklich. Aber als Sith muss man jede Gelegenheit nutzen. Also tu uns beiden einen Gefallen. Gib mir endlich das Schwert. Und was, wenn nicht? Was werdet ihr mir dafür geben? Wenn ihr es haben wollt, müsst ihr über... Einen Moment. Ich hole es nur heraus. Ich werde es euch nicht geben. Und was, wenn nicht? Na, rate mal. Alte Sith-Regel. Nur die Starken und Klugen überleben. Dich wird niemand vermissen. Glaub mir. Und jetzt her mit dem Schwert. Was werdet ihr mir dafür geben? Ich frag das einfach mal. Vergiss es. Ich hasse Drohungen, aber du lässt mir keine Wahl. Her mit dem Schwert, sonst muss ich dich töten. Tut mir leid. Also ich sag mal zweitens. Du willst kämpfen? Na gut. Von mir aus? Tja, Shardan, ich weiß nicht, ob du dir bewusst bist, mit wem du dich da einlässt. Ah, er hat eine Art. Ich habe es. So, Julie. Du kannst versuchen, dich zu heilen, so viel du willst. Im Endeffekt. Ich habe es. So. Tja, Shardan. Nix war's. Gut. Dann nochmal heilen, Julie. Wir heilen uns mal vollständig. Ach, und ich kann mich schon wieder nicht. Doch, ich kann mich bewegen. Dann hinaus. Hätten wir das Thema Shardan auch erledigt. So. Ach nee, das war gar nicht der Shardan. Galon Lore. Shardan, wo war denn der her? War das einer aus dem Sith? Aus der Sith-Akademie? Keine Ahnung, Leute. Ich habe den Überblick verloren. So, ich glaube, in dieses Grab können wir noch ein weiblicher Sith-Student. Falls ihr in das Grab wollt, passt gut auf euch auf. Es ist verdammt gefährlich. Verzeihung, Leute, ihr hättet gerade mein Gesicht sehen sollen. Diese Stimme passt irgendwie nicht. Warum? Was wisst ihr darüber?
Laut Meister Yutha hat sich da drin ein verrückter Killer-Droide mit einer ganzen Horde Sicherheitsdroiden verschanzt. Mhm. Warum tun die Sith nichts dagegen? Das hört sich nach einem Job für uns an. Warum tun die Sith nichts dagegen? Keine Ahnung. Vermutlich wartet Meister Yutha auf einen Studenten, der mutig genug ist, den Droiden zu zerstören. Auf den Studenten, der den Droiden zerstört, wartet vermutlich eine tolle Belohnung. Tja, bis heute hat es noch keiner geschafft. Mhm. Wo kommen die ganzen Droiden her? Keine Ahnung. Vermutlich baut er sie selbst. Mhm. Der Droide ist verrückt geworden, sagt ihr? Sieht so aus. Angeblich hatte er überempfindliche Audiorezeptoren. Tja, und irgendwann, peng. Wenn ihr da wirklich rein wollt, solltet ihr euch ein paar Schalldämpfer oder so besorgen. Sonst sitzt ihr auf dem Präsentierteller. Mhm. Du siehst ein bisschen aus wie Lasho. Geht ihr nach drinnen? Fragezeichen. Ich? Nein. Ich kann die Gedanken von Lebewesen manipulieren. Aber das hilft mir gegen einen Droiden nicht weiter. Ein paar Freunde von mir sind seit einiger Zeit da drin. Ich habe keine Lust, genauso zu enden. Mhm. Dann sag ich mal danke, ich muss jetzt gehen. Sicher. Viel Glück. Das war aber ein schöner Salut, den du uns da beschert hast. Grab von Markaragnos, genau. Markaragnos, war das nicht der Sith-Geist von Star Wars Academy? Also wir können Droiden betäuben als Fähigkeit, ich verstehe. Okay. Los geht's. Wieso? So, jetzt haben wir natürlich das Problem. Jetzt bekommt ihr das. Oh, der Jolie ist da mitten reingelaufen. Okay, das sind wirklich viele Leute. Nein, Jolie. Ja, ich heile dich jetzt mal, Junge. Wo rennst du denn? Wow, sind das viele Leute? Der arme Jolie. Cool. Okay. Wow, Leute. Ah, ich kann mich nicht bewegen. Das war jetzt meine kleine Droidenarmee, Leute. Bis gleich. So, wieder zurück im Grab von Markaragnos. Und wir gehen durch die nächste Tür durch. Zu viel Audiobelastung. Audiosystem knapp vor Überlastung. Muss Quelle der Störung zerstören. Muss denkende Wesen eliminieren. Okay. Killer-Droide. Ah!
Wenn ich den erledige, vielleicht verliert dann die Kontrolle über alle anderen. Funktioniert das? Jawohl. Ah nein, gerettet. Ich habe es. Jawohl. Jetzt bekommt ihr das. Angriffsdruide Mark 2. Oh ja, der hat gesessen. Nicht schon wieder. Wir haben auch den Killer-Druiden dabei. Achso. Jawohl, Jolie. Wir stehen dir bei. Die sind schon heftig, diese Winzlinge da. Okay. Den erledigt der Jolie, denke ich mal. Ah, und jetzt kommt er zu uns, der Jolie. Jawohl. Haben wir noch einen? Einen haben wir noch, einen haben wir noch. Ah. Yeah. Ich kann nicht hinlaufen. Ich gehe mal kurz zu HK-47. Man ist nie zu alt dafür. Genau. Was? Yeah. Ja, tat zu dir zurück. Mal sehen, was ich kann. Jawohl. Ah, und jetzt kann ich mich bewegen. Puh, Leute. Das war ja mal ein Gefecht. Tür des Grabmals. Oh, die geht einfach auf. Die geht nicht einfach auf. Und noch einen. Komm schon. Jawoll. Marka Ragnors Handschuhe Kristall Sigil. Gut, Leute. Dann hätten wir das dritte Grab auch noch geplündert. Die Gräber sind irgendwie alle gleich aufgebaut. Okay, und ich würde sagen, jetzt haben wir doch drei Trümpfe, mit denen wir zu Meister Yuthar gehen können. Vielleicht schauen wir auch noch bei der Yuthara vorbei. Hallo? Hallo? Eine unsichtbare Barriere? Jetzt aber. Meine Herren, da haben wir uns durchgekämpft. Eine Sith-Leiche. Mhm. Schalldämpfungsgerät wahrscheinlich. Oder Gürtel. Okay. Tür zum Tal. Hinaus mit uns. Reden wir mal mit dir noch. Ich habe eine Explosion gehört. Habt ihr den Keller-Druiden zerstört? Ja, das habe ich getan. Oh, ich denke, das geht in Ordnung. Hoffentlich habt ihr ihn auch wirklich erledigt. Na, jedenfalls solltet ihr euch bei Meister Yuthar eure Belohnung abholen. Ansehen ist Gold wert, wenn ihr wisst, was ich meine. Wir wissen es. Wo rennst du hin, Sith-Studentin, Student, was auch immer? Sie will jetzt aber nicht zu ihm und behaupten, sie hätte es getan, oder? Du entkommst uns nicht. Oder doch? Und sie löst sich auf. So, hinein mit uns. Ja, Leute, ich hoffe, dass das jetzt an Prestige ausreicht, was wir da erobert haben. Können wir eigentlich an die Spinde ran? Nein, die können wir nicht ran. So, so. Meister Yuthar, du warst ja immer da in der Mitte gekniet. Sith-Wache? Nein, da kniet er immer noch. Wir reden mit dir, Yuthar Vin. Sei gegrüßt, junger Mensch. Deine Taten sind äußerst beeindruckend.
ein guter Anfang. Wie? Ich möchte diese Surreal Therapy. Ich habe mich um die rebellischen Studenten gekümmert, sag ich mal das. Ich befahl sie wegen Meuterei zu exekutieren. Wurde mein Befehl ausgeführt? Lügen. Ja, sie sind alle tot. Lügen. Ich sag mal zweitens. Wirklich? Wir haben in den Höhlen nur ein paar Leichen gefunden. Ob Shyrak sie gefressen hat? Ist ja auch egal. Ich denke, sie haben ihre Lektion gelernt. Geh jetzt. Du bist gut, aber ich kann dich noch nicht zum Sieger erklären. Und nun lass mich bitte weiterarbeiten. Nein, ich möchte euch etwas über... ich habe das Schwert von Ajunta Paul bei mir. Endlich das echte Schwert. Ich wusste, dass es rechtzeitig auftauchen würde. Ich fühle die Kraft, die es durchströmt. Gute Arbeit. Ich bin sehr beeindruckt. Geh jetzt. Du bist gut, aber ich kann dich noch nicht zum Sieger erklären. Und nun lass mich bitte weiterarbeiten. Noch nicht. Ich habe mich um den abtrünnigen Druiden in den Gräbern gekümmert, in den Grab von, Mark Aragnus. Ja, ich weiß. Einige Studenten haben sich nach dir in das Grab gewagt. Sie haben mir alles erzählt. Gut gemacht. Ich bin beeindruckt. Du hast uns möglicherweise großen Ärger erspart. Geh jetzt. Du bist gut, aber ich kann dich noch nicht zum Sieger erklären. Ja. Ich fand Jorak Ulln, den Einsiedler in den Hügeln. Mein alter Meister. Trotzdem. Bringe mir Schriften oder Ähnliches, wenn du mich beeindrucken willst. Jureks Schicksal bedeutet mir nichts. Ich habe hier ein Tablett, das von Jorak Ulln beschrieben wurde. Oh, zeig her. Wie es scheint, hat mein alter Meister eine der Grabinschriften studiert. Interessant. Ich hoffe sehr, dass du das in seinen leblosen Händen gefunden hast, wie dem auch sei. Deine ehrenvolle Tat hat mich beeindruckt. Du hast mich überzeugt. Ich denke, du bist würdig, in die Reihen der Sith aufgenommen zu werden. Ich gratuliere, junger Mensch. Du hast die anderen bei weitem übertroffen. Doch bevor es soweit ist, musst du die letzte Prüfung bestehen. Dazu werden wir zum Grab des Nagasado im Tal der dunklen Lochs reisen. Ruhe dich aus und bereite dich auf deinen großen Tag vor. Kehre jetzt in deine Kammer zurück und komm bei Tagesanbruch zu mir. Nimm alles mit, was du für die Prüfung brauchst, denn du wirst bei der Prüfung allein sein. Geh nun. Möge die Macht mit dir sein. Okay. Neuer Tagebucheintrag. Erfahrungspunkte erhalten 650. Objekte verloren. Tagebucheintrag. Der Weg der Sith, Korriban. Du heißt Meister Yuthar Sobs. Wer beeindruckt, dass er dich für würdig hält, im Grab von Nagasado eine letzte Prüfung abzulegen. Er gibt dir eine Nacht Zeit, dich auszuruhen und vorzubereiten. Sobald du bereit bist, bringt er dich persönlich zu Nagasados Grab. Okay, ich versuche mal die Yuthara aufzustöbern. Da ist sie. Reden wir mal mit ihr. Was macht ihr hier? Geht zu Uther und sagt ihm, ihr seid für die letzte Prüfung bereit. Unser großer Augenblick ist gekommen. Geht. Gut, Leute, dann werden wir zum Uther gehen, aber wir werden dann erst im nächsten Part die letzte große Prüfung angehen. Lesho. Ah, ich brauche jetzt nicht mehr Lesho. Könnte ich eh nicht überreden, ich weiß schon. Uther Vinn. Okay, Leute. Dann würde ich sagen, wir sind bereit. Wieso kann ich ausgerechnet mit dir sprechen? Mit dir nicht? Mein Glückwunsch zur Aufnahme in die Akademie. Ich nehme an, du wirst bald den letzten Test ablegen. Genau das machen wir. Und zwar am Anfang vom nächsten Part von Let's Play Star Wars Knights of the Old Republic. Bis dahin. Ciao.